bösartiger Quatsch von Vogt. Der in rechten Kreisen wohlgelittene Historiker Professor Dr. Michael Vogt hat sich kürzlich im Internet mit einem Videobeitrag zum Oktoberfestattentat in das Orchester der professionellen Antifa und geheimdienstlich gesteuerten Verleumdungspropagandisten eingereiht. Das könnte für ihn peinlich werden. Peinlich deshalb, weil er sich nun mit einer Verleumdungsklage auseinanderzusetzen hat. Er hat ihm ja keine andere Wahl gelassen. Es ist kaum zu fassen. Ausgerechnet Vogt gibt sich dazu her, den gegen mich und genau genommen auch gegen die gesamte nationale Szene gerichteten, widerwärtigen, geheimdienstlich produzierten Dreck erneut in den Wind zu werfen. Vogt, der überall dort, wo Nationale zusammenklucken, seinen Verkaufsstand aufbaut und sich mit seinen Wahrheiten wichtig macht. Ausgerechnet dieser Mann, der sich in rechten Kreisen mit Wahrheitsenthüllungen brüstet, lässt ein verleumderisches Video vom Stapel und gibt damit der gegen mich gerichteten Mobbingkampagne neue Nahrung. Was für ein Mensch ist das? Was bringt ihn dazu, gegen alle bisherigen beweisfähigen Ermittlungsergebnisse zu argumentieren? Idiotische Unbekümmertheit scheidet aus. Der Mann handelt bewusst, zweckgerichtet, wider besseres Wissen. So viel ist klar. Wider besseres Wissen nicht nur deshalb, weil Vogt über genügend Aktenkenntnis verfügt, sondern weil er natürlich auch genau weiß, dass sein Gesprächspartner Ganser inzwischen von seinen früheren Aussagen zur WSG abgerückt ist und sich diesbezüglich auch bei mir schriftlich entschuldigt hat. Wessen Ziele Vogt befördert, ist klar. Aber warum? Bei alledem frage ich mich angestrengt, was ich eigentlich diesen Leuten angetan habe, dass sie mich mit einer derartigen Intensität über Jahrzehnte hinweg verfolgen. Und warum ausgerechnet Vogt? Auf jeden Fall reduziert sich in Bezug auf Vogt mein Respekt auf null. Er hat sich selbst um den Ruf, Historiker zu sein, gebracht. Übrig bleibt nur der opportunistische Politpropagandist Michael Vogt. Das musste jetzt einmal deutlich gesagt werden.